Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr eine Kalle gehabt habt, ein neues Video. Ihr habt nicht gelesen, ich war im Krankenhaus. Ja. Bin jetzt gerade wieder zurück vom Krankenhaus. Ja. Rumgelaufen muss ich sagen, ich kann euch ja gleich mal erzählen, was los ist, wie es passiert ist, warum ich im Krankenhaus war und so weiter und so fort, liebe Freunde. Gestern war ich ja wieder beim Doktor gewesen. Das wissen ja viele, die mir auf Instagram folgen, die wissen das ja, dass ich gestern beim Doktor war. Und hab mir Arznei vergeben lassen wegen meinen Erkältung. Weil ich habe ja Halsquasten und Huch und Guppen und alles. Habe ich ja. Und da habe ich mir natürlich den Arznei vergeben lassen. Gut und schön habe ich das angerichtet, aber. Dann habe ich mir Arznei wieder vergeben lassen. Habe die Arznei natürlich auch eingenommen. Und da war eine Arznei dabei gewesen, die vor Asthma-Patienten nicht geeignet ist. Aber, naja. Da hat der Arzt wohl einen Fehler begangen. Da war eine Arznei dabei gewesen, die war vor Asthma-Patienten nicht geeignet. Ich habe die genommen, weil ja der Arzt gesagt hat, ich soll die nehmen, wegen meiner Erkältung und alles. Habe die genommen. Hab mich heute gewundert gehabt. Mir ging das heute in gut Kacke, weil ich die Arznei genommen habe. Ich habe mir auf einmal Luftnot bekommen. Richtig golle Luftnot. Kaum Luft bekommen. Und hab dann wieder den Rettungswagen gerufen. So, dann kam ich in Krankenhaus. Und kam dann wieder auch mal gekirchtet alles. Wo gar nicht liegen könnte, was könnte es denn sein. Warum habe ich denn die Luftnot gehabt und was kann das denn geil? So, wir haben die auch mal untergucht. Wir haben mich untergucht gehabt. Laborwaage waren okay. Bis auf die eine, was die da gefunden haben. Das war die Medizin, die ich genommen habe, was nicht okay war. Aber naja, so ist es halt. Meine Lunge ist okay. Das kommt mal gut. Und ja, ich bin jetzt gerade wieder zurück, auch im Krankenhaus, liebe Freunde. Wir haben gerade, wie kann man gerade, wartet mal, ich sage euch hier gleich mal an. Wir haben gerade 15 Uhr. Wir haben gerade 15 Uhr und ich bin wieder zurück, auch im Krankenhaus. Und ja, liebe Freunde. Das war mein Karkolke gewesen. Ich war heute im Krankenhaus gewesen, jetzt bin ich wieder zu Hause, zum Glück. Und ja, zum Glück mochte ich nicht gar beim, zum Glück. Nur wegen einer Arznei. Die Arznei habe ich ja nur genommen wegen Erkältung, Quagia wegen und ja, dadurch habe ich eben meinen Asthma-Anfall bekommen. Geil. Und deshalb war ich im Krankenhaus. Das war obergeil. Und dann muss ich ewig angewarten gegangen auch. Naja, Leute, mal gucken, ob heute noch ein Video kommt oder nicht. Mal gucken. Und ja, ich wollte mal ein bisschen nächsten Mal, Leute. Ich informiere euch, wenn es noch Neues gibt. Und ja, bin ich wieder zu Hause. Kommt gut.